So, hallo erstmal zu unserem Langrisser Gameplay Video von Zylon Games. Langrisser ist ein sehr klassisches Strategie-Rollenspiel, ähnlich wie Fire Emblem, wer das zufällig kennt. Ich starte hier auch einfach mal ein Match, dass ihr jetzt mal ein Bild davon machen kann. So, wie ihr seht, das ist die Vorbereitung. Man kann hier verschiedene Helden auswählen, sich die Gegner schon mal ein bisschen angucken und daraufhin auch sein Deck, also seine Aufstellung mehr oder weniger bearbeiten. Ja, das soll es so gehen. Also wie ihr sehen könnt, die Grafik hat einen sehr eigenen Look, aber tut der Sache eigentlich keinen Abbruch. Also ich finde die Grafik eigentlich ganz angenehm. Und die Kämpfe spielen sich auch relativ flott, also man muss ja nicht wie in anderen Spielen 20 Mal klicken, bis man irgendwas machen kann, sondern geht schon alles eigentlich relativ schnell. Hier wird jetzt auch gerade im offenen Feld gekämpft, aber man kann das Terrain natürlich auch zu seinem Vorteil ausnutzen. Wie ihr jetzt hier rechts oben seht, zum Beispiel, jetzt stehe ich mit der Einheit im Wald, halt dann zum Beispiel erhöhte Verteidigung. Besser, dann komme ich jetzt. Ah, dann machen wir es so. Na klar, Fernkämpfer können ohne Probleme dann natürlich Nahkämpfer angreifen. Wird einem auch immer angezeigt, wo man Schwächen und Stärken hat. Ist auch ganz praktisch. Und die blauen Felder sind natürlich zum Laufen und die roten sind dann theoretisch die Felder zum Angreifen. So, hier an der rechten Seite über dem Anhalten seht ihr noch passive Boni. Gibt's ne? Nein. Egal. Scheiße. Wahrscheinlich angreifen. Aber auf Pause gedrückt. Egal. Der war eh schon kaputt. Mehr oder weniger. Dann greifen wir lieber den an. Ja, das Spiel macht eigentlich Spaß, muss ich sagen. Also gerade für Taktikfüchse oder solche, die es werden wollen. Das ist eigentlich ganz angenehm zu spielen. Kommt leider auch mit einem Energiesystem daher, aber da hatte ich bis jetzt eigentlich keine Probleme. Und so, man kriegt da auch oft genug was, dass man das zur Not auch wieder auffrischen kann. Also auch normale Items, die man sich im Shop kaufen kann. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und wenn ich hier jetzt sehen kann, das ist so eine Übersichtskarte und ja, stehen halt ab und zu mal Gegner im Weg. Es gibt dann hier auf der rechten Seite zum Beispiel auch so einen Zeitriss, wo man klassische Kampagnen, sage ich mal, durchspielen kann. Also die hier habe ich schon gemacht. Da bekommt man dann auch Items, die man zum Aufwerten braucht, der Einheiten. Oder auch Equipment. Also lauter verschiedene Sachen eigentlich. Wie soll ich sagen, diese Nebenquests, Nebenaufgaben, also die sind auch eigentlich immer sehr storylastig.
Also es ist eigentlich nichts, was man so nebenbei mal schnell macht, aber was auch gut ist, wenn man es mal geschafft hat, dann kann man hier auch übersäubern, kann man auch ja, einen Autoangriff machen. Gerade wenn man schnell mal irgendwelche Items braucht, ist das natürlich ganz praktisch. Ja, machen wir noch. Schau ich euch mal schnell den Fight an. Ging ja ganz fix. Mit Level 28 schaltet ihr dann auch PvP-Kämpfe frei. Später gibt's dann auch Raid-Bosse und sowas. Die kann man dann auch zusammen mit Leuten in echt, mit anderen Leuten in Echtzeit angreifen. Ja. Alles noch so ein bisschen Tutorial. Mal den da platt. Hoffe ich doch. Stopp! Jawohl. Ja. Ja, also wenn man die passenden Kontereinheiten hat, dann geht es natürlich ratzfatz. Deswegen ist es eigentlich auch dann wichtig, dass man sehr ausgewogene Stack hat oder die Einheiten auch vor dem Kampf dementsprechend anpasst. Ich setze euch dann auf die. Ja, dann heilen wir mal. Das ist mein Healer. Kann man auch dann bequem per Doppelklick anmachen. Also das ist schon. Ist schon praktisch. Also die haben sich da bei der Umsetzung fürs Handy schon ein bisschen was gedacht. Merkt man schon. War ja früher, glaube ich, Konsolenspiel. Und ist jetzt erst neu fürs Handy erschienen. Naja, und für zwischendurch und nebenbei, also macht das Spiel auf jeden Fall Spaß. Da kann man echt eigentlich nichts sagen. Also die Charaktere, gerade die weiblichen, die sind schon sehr mit Fanservice gezeichnet, das muss man auch mal so sagen. Aber ich denke mal, das Spiel richtet sich auch eher an eine spezielle Zielgruppe, auch Leute, die gerade eher Animes mögen. Springe ich jetzt einfach mal. Ah. Kann ich den aufwerten? Bla 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 bla. Wenn ich so viel lesen will, würde ich ein Buch lesen. Ja, und das ist jetzt perfekt. Das wollte ich euch nämlich auch zeigen. Ja, also hier habe ich jetzt den Star-Rang erhöht. Ja, halt. Sterne aufgewertet. Ja, ist okay. Ja, wenn ich schon mal hier in dem Menü bin, dann kann ich euch das auch gleich ein bisschen zeigen. Ich habe hier schon ein paar Helden gesammelt. Man bekommt für die Heldenziehungen, da braucht man spezielle Tickets. Da bekommt man über Quests tägliche Logins. Und auch durch Abschluss von Missionen bekommt man eigentlich auch immer einen Haufen zusammen.
Man kann den natürlich aber auch für Ingame Cash kaufen. Ich habe ja auch schon ein paar SR-Helden. Das ist ja aus solcher Art von Spielen gerne eine Bezeichnung dafür. Da gibt es ja dann NR, SR und so weiter. SR, RR mit Doppelstern und Dreifachstern gibt's ja alles. So, ihr könnt eure Helden natürlich auch mit Equipment ausrüsten. Was sehr interessant ist, ist die Transferfunktion. Und zwar, wenn man einen Kämpfer hoch genug aufgewertet hat, kann man die Klasse meistern und kann dann übers Jobsystem quasi aufsteigen. Also ich habe jetzt hier schon die Neulingsklasse gemeistert, bin zum Kämpfer aufgestiegen. Dann gibt es auch wieder neue Fähigkeiten. Man kann auch andere Einheiten dadurch dann benutzen. Und ja, wie ihr seht, hier gibt es dann noch einiges an Einheiten, was man aufsteigen kann. Aber ja, das ist dann schon Endgame, da wird man schon ordentlich Zeit ins Spiel investieren müssen, bis man mal so weit kommt. Beim Aufrüsten, genau, in die Meisterklasse aufsteigen, das geht, wo war's denn? Genau, hier unter Klasse. So, oben steht ja, was das für eine Klasse ist, ne? Und dann Weiterentwicklung der Klasse, aktuelle Qualität. Sobald die Qualität voll ist, kann ich die Klasse steigern. Also hier habe ich auch schon diese Kampfübungszertifikate, die habe ich vorhin eben diesen Zeitriss schon gefahren. Das, was mir, alles, was mir fehlt, ist jetzt Stufe 20 für den Helden. Problem ist, das maximale Heldenlevel ist an euer Account-Level, Team-Level gekoppelt. Das heißt, ihr könnt die Charaktere nicht einfach auf Maximum-Level hochpushen. Also es gibt hier in dem Sinn kein Pay-to-Win, dass ihr sagen könnt, ihr pusht jetzt einfach mal direkt auf Maximum. Das ist natürlich nicht möglich. Hier sieht man dann auch, was für Soldaten man verwenden könnte, wenn man dann die jeweiligen Meister-Level gemeistert hat. Komischer Satz. Und hier Ausrüstung, hatte ich euch ja schon gezeigt. Zu jedem Helden gibt es natürlich dann auch noch umfangreiche Hintergrundinformationen. Und ja, jeder Charakter ist vertont, also für ein Handygame, ja, nice. Ja, und wie ihr gerade vorhin gesehen hattet, Durchbruch ist quasi um den Stardang abzugraden. Was gibt's noch Interessantes zu sehen? Ja klar, Missionen sind Quests. Also kann man immer einen Haufen einsammeln auch. Level up, cool. Also man kriegt hier echt einen Haufen Zeug eigentlich. Gerade am Anfang. Die Kristalle sind dann für den Ingame-Shop. Herausforderung gibt es natürlich auch. Und Erfolge. Jetzt mal in die Beschwörungen reingucken. Ja, das ist Genre-Standard, würde ich jetzt fast mal behaupten. Also, ja. Ziehe 10 Helden, dann ist die Chance besser und so weiter und so fort. Und ja, jetzt schauen wir uns noch schnell den Laden an. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was ich noch mal zeigen wollte. Naja, hier kann man sich Scherben kaufen, natürlich für Gold, für und auch für Diamanten. Und wobei, die sind jetzt alle nur für Diamanten drin. Gibt es hier auch für Ehre, das ist dann die PvP-Währung. Kann man sich hier Sachen kaufen. Der Gutschein wird zum Aufwerten benutzt, zum Beschwören meine ich. Dann, wenn ihr Freunde habt, für Freundschaftspunkte. Diese Freundschaftspunkte habe ich gesehen, die kann man auch teilweise durch Quests und in der Map finden.
Und Ausrüstung kann man sich auch kaufen. Ja, Mithrischer einer sind etwas, was man dann später über die Raids kriegt. Ja, hier gibt's Kristalle. Kristalle, bist blöd. Münzen natürlich. Skins kann man sich aufkaufen, die gibt es aber nur für Echtgeld. Auch Soldatenskins. Ja, hier sieht man mal, was so ein paar Edelsteine kosten. Also das ist genere üblicher Preis, würde ich jetzt fast mal behaupten. Man kann auch Geschenke kaufen. Ja. Nicht die Überhelden, die man sich hier kaufen kann, aber man kann hier schon mal ein bisschen was interessantere Sachen kaufen. Privilegien gibt es auch, das sind mehr oder weniger Monatspässe. Aber die Preise, würde ich mal fast sagen, sind relativ human. Wird hier auch jetzt in Dollar angezeigt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das Dollar oder Euros sind. Das. Ja, keine Ahnung. Müsste ich jetzt ausprobieren. Genau. Eins wollte ich euch noch zeigen, und zwar Events. Da ist mir was aufgefallen, was ich jetzt nicht so toll fand. Also hier gibt es mal erstmal Anmeldebelohnungen, ja. Das ist auch genere Standard. Hier auch. Ja. Das war das, was ich euch noch zeigen wollte. Das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Also hier gibt es ein Event, wo man sich am Ende einen Skin kaufen kann, ja, wenn man für über $278 aufgeladen hat. Das finde ich schon ein bisschen hardcore. Ist aber wiederum krass, dass da kein Charakter oder sowas angeboten wird. Aber dann würde ja auch jeder Pay-to-Win schreien, so ist es, sind es einfach nur Skins, die nicht mehr besonders schön sind. Aber ja, also solange sich sowas nur auf Pay-to-Win bezieht, ja, auf Skins, ist es ja eigentlich kein Pay-to-Win in dem Sinne. Aber ist trotzdem schon eigentlich krass, finde ich. Also mal eben 300 Euro nur für zwei Skins letztendlich, das ist schon heftig. Ja, hier nochmal die Ankündigung, dass man jetzt eben gewisse Helden bevorzugt ziehen kann, wenn man sie eventuell zieht. Der Stelle, das war's dann auch schon mit unserem Langriser Gameplay Video. Danke fürs Zuschauen, hoffe ihr fandet es informativ. Wir würden uns natürlich über ein Like oder ein Abo auf unserer Facebook- und YouTube-Seite freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.